Ich begrüße Sie hier im Medienzentrum und via Livestream zu der heutigen Medienkonferenz. Im Mittelpunkt steht die polizeiliche Kriminalstatistik 2020. Es informiert Sie der Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich, der Regierungsrat Mario Fehr, die Chefin von der Kriminalpolizei von der Kantonspolizei Zürich, Frau Christiane Lentjes-Meili, und der Chef von der Kriminalabteilung von der Stadtpolizei Zürich, der Felix Lengweiler. Der Ablauf ist wie immer an der Medienkonferenz. Es gibt Präsentationen durch die Referentinnen und Referenten. Anschliessend stehen Sie Ihnen im Plenum und via Zoom für Fragen zur Verfügung. In diesem Fall wünsche ich eine gute Konferenz und übergebe das Wort am Regierungsrat Mario Fehr. Ja, besten Dank. Guten Morgen miteinander. Die erste erfreuliche Mitteilung vorab. Der Kanton Zürich ist auch 2020 ein sicherer Kanton gsi. Die Kantonspolizei Zürich, die Stadtpolizei Zürich, alle Gemeindepolizeien konnten zugunsten der Bevölkerung die Sicherheit umfangreich, umfassend gewährleisten. Allerdings, und das haben Sie alle auch gespürt, hat sich die Gesellschaft verändert, die Delikte haben sich verändert, auch die Polizeiarbeit hat sich verändert mit Corona. Wir haben eine zusätzliche Priorisierung vorgenommen auf besondere Spannungsfelder. Ich werde Ihnen nachher drei herausnehmen. Das eine ist der Gewaltschutz, der ganze Bereich häusliche Gewalt, Familienstreitigkeiten, der zugenommen hat. Ebenfalls zugenommen haben Raubdelikte, Jugendkriminalität, abgenommen haben der Diebstahl. Und was man nicht vergessen sollte, wenn man eine Bilanz zieht über die polizeiliche Arbeit vom letzten Jahr, ist die Tatsache, dass Polizei, Gemeinde, Stadtpolizei, Kantonspolizei eigentlich immer in einer Doppelrolle war. Sie hat ihre normale, traditionelle, vom Gesetz her bestimmte Auftrag und hat daneben immer auch Corona-Massnahmen müssen umsetzen. So haben wir etwa 30'000 Schutzkonzepte kontrolliert. Mit mir meine ich Gemeinde, Stadtpolizei, Kantonspolizei, Polizei, auch verschiedene weitere Stellen vom Kanton. Wir haben ein grosses Engagement im Sonderstab, das andauert. Wir haben eine Unterstützung vom Contact Tracing, das andauert. Wir haben eine Unterstützung von der Helpline, die andauert. Ich möchte darum zuerst allen Polizeikräften, Gemeinden und Stadt ganz herzlich danken für das außerordentliche Engagement. Mein Dank geht aber auch an die Bevölkerung, wenn man sieht, wie in umliegenden Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, von anderen Ländern ganz schwiegen, die Spannungen nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch zwischen den jeweiligen Polizeikräften und der Bevölkerung zugenommen hat, dann kann ich sagen, sind wir in der Schweiz immer noch gut unterwegs. Wir haben auch uns wirklich bemüht, die Corona-Massnahmen verhältnismäßig mit Augenmaß umzusetzen, mit der Bevölkerung zusammen. Ich glaube, das hat sich bewährt. Ein erster Fokus möchte ich legen auf den Gewaltschutz, auf häusliche Gewalt. Naturgemäß haben im ersten Lockdown vollständig und dann im zweiten Slowdown, oder wie man dem will sagen, mehr Menschen ihren eigenen Wänden, ihre Zeit verbracht. Das gibt naturgemäß mehr Spannungen, Familienstreitigkeiten, häusliche Gewalt. Die Polizei musste 18 Mal am Tag ausrücken. Ein normaler durchschnittlicher Jahr ist 15 Mal am Tag weg. Denige Vorfälle, das ist viel, das ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Wir haben deutlich mehr Anrufe registriert bei der polizeilichen Hotline. Wir sind deutlich mehr ausgerückt. Im Zentrum steht dann immer, dass man versucht, zuerst einmal die Situation zu beruhigen. Aber wir haben ja vom Gewaltschutzgesetz her auch die Möglichkeit, sofort Massnahmen anzuordnen, Wegweisungen, Rayonverbot. Das hat die Polizei auch gemacht. Für Wegweisungen, für Rayonverbot braucht es auch keinen Strafantrag. Vielleicht ist wichtig in diesem Bereich, es gibt Delikte, die von anderen wegen verfolgt werden, Körperverletzungen, Vergewaltigungen, und andere werden nur auf Antrag verfolgt, Nötigung, zum Beispiel Gewaltschutzgesetzmaßnahmen können immer greifen, das kann die Polizei eigenständig verfügen. Wir haben das hier statistisch
aufgelistet. 3 Kennzahlen. Wir haben bei der häuslichen Gewalt eine Zunahme von 6%. Häusliche Gewalt heisst, dort hat es einen Straftatbestand. Wir haben bei den Familienstreitigkeiten eine Zunahme von fast 30%. Dort gibt es keinen Straftatbestand. Die Unterscheidung kann auch daher rühren, und das wissen wir aus den Erfahrungen, wo der erste Lockdown fertig war, wo die Anzeigen stark angestiegen sind, dass das vielleicht noch kommt. Es ist naturgemäß schwieriger, jemanden anzuzeigen, wenn man dazu verpflichtet oder verdammt ist, mit ihm im gleichen Haushalt weiterhin zu leben. Wir haben nach dem ersten Lockdown einen starken Anstieg von solchen Anzeigen. Wir gehen davon aus, dass so etwas noch mal passieren könnte, wenn auch im gemindertem Ausmaß. Und ganz wichtig, wir haben bei der Gewaltschutzverfügung eine Zunahme von 13%. Das heisst, die Polizei nutzt ihre Möglichkeiten, um Frauen, die in Bedrängnis kommen, die Gewalt erfahren, auch wirksam zu schützen. Ganz wichtig ist, und ich versuche den Bogen auch ein bisschen weiter als nur Polizeiarbeit zu schaffen, dass wir immer nicht die Polizeiarbeit isoliert dürfen sehen, sondern dass wir, wenn wir zum Beispiel häusliche Gewalt bekämpfen, dass das weitergeht. Wir haben zum Beispiel Beratungsstellen, die Frauenhäuser, zusammen mit der Justizdirektion. Also Beratungsstellen sind auch private Beratungsstellen, Frauenhäuser auch, denen mehr Geld zur Verfügung gestellt, dass sie das finanziell haben können tragen. Wir haben aufs Jahresende nochmal Corona-Sondermassnahmen abgeholten. Wir haben zusammen mit der Kantonspolizei, der Staatsanwaltschaft, der kantonalen Opferhilfe, alle miteinander Kampagnen gestartet. Stopp Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen Frauen ist inakzeptabel. Das sollte jedem und jeder klar sein. Wir haben in der Einsatzzentrale am Anfang schon von der Pandemie ganz eine hohe Priorität sichergestellt, dass wirklich bei jedem Anruf sofort gehandelt ist. Wir haben mehr Polizistinnen und Polizisten eingestellt und wir haben unsere Interventionsstelle von der Kantonspolizei gegen häusliche Gewalt aufgestockt. Und wir sind jetzt dran, zusammen mit der Justizdirektion die Istanbul-Konvention im Kanton Zürich umzusetzen. Im Gegensatz zum türkischen Herrscher Erdogan ist ja die Schweiz nicht austreten zur Istanbul-Konvention, sondern setzt sie um. Wir haben eine kantonale Verpflichtung. Wir werden Ihnen im nächsten Monat unsere Massnahmen vorstellen können. Auch hier glaube ich, wir haben viel gemacht. Sie sehen, es gibt trotzdem einen Anstieg. Ich bin überzeugt, wenn wir einmal eine Bilanz ziehen über die Pandemie und die Schweiz vergleichen mit anderen Ländern, wird man feststellen, dass es bei uns auch einen Anstieg gegeben hat in diesen Bereich Familienstreitigkeiten, häusliche Gewalt, dass er aber nicht so gravierend ist wie in anderen Ländern, wo wirklich vollständige Lockdowns, wo Ausgangssperren hatten, die dann zu noch mehr Gewalt führen. Das nächste Schlaglicht, das ich Ihnen zeigen möchte, sind Diebstahl. Da haben wir einen völlig gegenläufigen Trend. Wir haben einen absoluten Minus. Rekord, und das ist relativ einfach zu erklären. Zum einen sind wir natürlich immer aufmerksam. Die Polizei haben auch die Corona-Patrouillen, sind nahe bei den Leuten, aber daneben sind natürlich die Leute auch mehr zuhause. Und wenn die Leute mehr zuhause sind und zudem Grenzen zu sind, während vielen Monaten gibt es einfach weniger Einbruchkriminalität. Das nächste Schlaglicht, das ich Ihnen zeigen will, wieder ein Ausreißer gegenüber der normalen Statistik, ist die Zunahme von der Raubstraftaten. Raubstraftaten haben 16% zugenommen. Das ist sehr, sehr augenfällig. Wir kommen dann später noch mehr darauf zurück, dass es mehr jugendliche Beschuldigte gibt. Es ist klar, Jugendliche haben in der Pandemie besondere Einschränkungen erlebt. Die Sorgentelefone sind explodiert. Wir haben Sorgentelefone speziell auch unterstützt von unserer Direktion her mit mehreren Sonderbeiträgen. Wir haben aber trotz allem eingeschränkte Bewegungsfreiheiten gehabt für Jugendliche. Ganz ehrlich gesagt, ist einer der gescheitsten Entscheide, die der Bundesrat meines Erachtens getroffen hat, ist, dass er in der zweiten Pandemiephase den Jugendsport zugelassen hat. Jetzt ist ja der Sport sogar bis 20 wieder für Jugendliche möglich. Ich glaube, das hat viel
Druck auch wieder weggenommen, wie man etwas Sinnvolles machen kann in der Freizeit. Trotzdem haben wir, wenn ich auf Polizeiposten gegangen bin, meine Polizistinnen und Polizisten gesagt, dass die Jugendlichen sich langweilen, auf dumme Gedanken kommen, was dann eben in so Raubdelikten, die wir selbstverständlich nicht akzeptieren können. Aber auch hier sieht man, es gibt einen Zusammenhang, was die Gesellschaft für Regeln verordnet und was nachher kriminalpolitisch passiert. Wenn man insgesamt eine Bilanz zieht, Sie sehen links die Bevölkerungszahl vom Kanton Zürich und rechts die Anzahl von Straftaten aus dem Strafgesetzbuch. Insgesamt ist trotz steigender Bevölkerungszahl Delikthäufigkeit konstant. Zürich ist sicher. Ich glaube, wir haben eine modern ausgerüstete Polizei, wir haben eine gute Ausbildungsinfrastruktur, wir haben eine ganz hervorragende Zusammenarbeit auch im Kanton mit den Gemeindepolizeien und mit der Stadtpolizei, deren ich ganz ausdrücklich danke. Und was ganz wichtig ist, wir haben vor allem gute Polizistinnen und Polizisten. Polizistinnen und Polizisten, die in so einem ganz speziellen Jahr, wie im letzten Jahr, eben nicht nur einfach die ganz normale Bekämpfung von der Kriminalität geleistet haben, sondern daneben den Sondereffort bei der Umsetzung von der Pandemie-Massnahmen gemacht hat, mit Augenmass verhältnismäßig. Dafür möchte ich ganz ausdrücklich danken und ich übergebe das Wort gerne der Frau Lindis. Danke vielmals. Ja, geschätzte Damen und Herren, grüezi miteinander auch von meiner Seite. Ich möchte gerne die Kernaussage vom Herrn Sicherheitsdirektor, dass die Corona-Pandemie auf vielfältige Art und Weise Kriminalitätsbelastung im 2020 beeinflusst hat, gerne noch ein bisschen vertiefen. Wichtig ist, dass Sie sehen, das ist tatsächlich ein untypisches Jahr gewesen. Die langjährigen Jahresvergleiche sind da sicher ein bisschen schwieriger. Auf dieser Übersicht sehen Sie die drei wichtigsten Hauptkategorien von der Kriminalstatistik. Und wenn man das so zusammengefasst anschaut, dann sieht man, dass die tiefe Kriminalitätsbelastung im Kanton Zürich sich konsolidiert hat. Im Jahr 2020 ist sie noch einmal um knapp ein Prozent zurückgegangen und sie erreicht insgesamt den tiefsten Wert der letzten 10 Jahre. Die polizeilich registrierten Delikte gemäss dem Strafgesetzbuch haben um gut 2% zugenommen. Es ist interessant, dass diese Zunahme konkret im ersten Quartal 2020 entstanden ist, also vor dem eigentlichen Lockdown. Bei den einzelnen Deliktsarten sieht man ein sehr heterogenes Bild. Es gibt einzelne Kategorien, die stark abgenommen haben. Gewisse sind schon erwähnt worden. Wir haben aber Zunahme in anderen Bereichen, die das voll ausgeglichen haben. Wir haben interessanterweise auch festgestellt, dass häufiger als in anderen Jahren auch Delikte aus Vorjahr, also begangen 2019 oder noch früher, gemeldet worden sind. Betäubungsmitteldelikte und Verstöße gegen das Ausländerrecht sind mangels Melderstatter sogenannte Hohlkriminalität. Und auch da tut die Statistik widerspiegeln, was für polizeiliche Aktivitäten in diesem Bereich unternommen werden. Und auch da zeigen sich Auswirkungen von der Covid-Pandemie. Der ausgewiesene Rückgang bei der Betäubungsmittelkriminalität von knapp 2% zeigt sich zum Beispiel in weniger Fällen von Drogenschmuggel. Da kann man natürlich nachvollziehen, dass die anhaltenden Reiseeinschränkungen und die Grenzkontrollen natürlich auch, sagen jetzt, eigentliche Schmuggelrouten blockiert und umgeleitet haben. Die registrierten Übertretungen wegen Besitz und Konsum von Cannabis haben zum Beispiel in der Stadt Zürich abgenommen, in den anderen Kantonsgebieten hingegen deutlich zugelegt. Auch da sehen wir, Corona-bedingt eine gewisse örtliche Verlagerung, sicher auch mit dem Freizeitverhalten zu tun. Da komme ich noch kurz darauf zurück. Selbstredend auch die starke Abnahme bei den Verstößen gegen das Ausländerrecht um 37% ist unmittelbar auf die Massnahmen gegen die Pandemie zurückzuführen. Die weltweite Abnahme der Reisemobilität und eben die stark kontrollierte Grenzschliessung hat naturgemäß eben zahlreiche Delikte wie die rechtswidrigen Einreisen und Aufenthalt verhindert. Auch die Verteilung der Kriminalitätsbelastung im Kanton und in den Bezirken war 2020 völlig untypisch. Die blauen Balken, die Sie hier sehen, sind Prozentveränderungen gegenüber dem 19. Auch wenn immer verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle spielen, haben
die starke Beschränkung der Mobilität der Bevölkerung und die vielen Veränderungen in den Lebensbedingungen eine geografische Umverteilung der Straftaten bewirkt. Es hat zum Beispiel in einzelnen Bezirken vorübergehenden Orten wie Szenenbildungen gegeben, wo die Polizei sofort gezielt angegangen ist. Und wir haben deutlich mehr Delikte gehabt, die in den Wohnbezirken der Täterschaft begangen worden sind und nicht etwa wie sonst einmal am Ausgangsort oder in der Arbeitsumgebung. Dieser Effekt hat vor allem die Stadt Zürich ein bisschen entlastet und zu den teils starken Prozentzunahmen in gewissen Bezirken beigetragen. Gerade die vier speziell betroffenen Bezirke, die Sie hier sehen, Affolter, Horgen, Meilen und Pfäffiken, haben im Vorjahr im Vergleich noch recht tiefe und auch abnehmende Zahlen gehabt. Und sie sind jetzt 2020 von lokalen Zunahmen, vor allem im Bereich der Vermögensdelikte, Wohnungs- und Fahrzeugeinbrüche insbesondere, aber auch Betrug und Raubdelikte betroffen gewesen. Auch, aber nicht nur von der Corona-Pandemie beeinflusst, ist auch die 2020 anhaltende Zunahme der Jugendkriminalität. Wie schon im 2019 hat die Zahl der jugendlichen Beschuldigten bei den aufgeklärten Verstößen gegen Strafgesetzbuch erneut zugenommen. Im 2020 sind das knapp 10% gewesen. Berücksichtigen wir alle drei Hauptdeliktekategorien, sind im 2020 3'200 ermittelte Beschuldigte unter 18 Jahre alt gewesen. Und wie Sie hier sehen, die Zahl der identifizierten jugendlichen Beschuldigten von Vermögensstraftaten hat gegenüber am 2019 sogar um 25% zugenommen. Bei den sogenannten Gewaltdelikte, zu denen gehören auch gewaltorientierte Vermögens- und Sexualdelikte, sind 2020 insgesamt 10% mehr jugendliche Tatverdächtige identifiziert worden. Wir rechnen auch mit einem beträchtlichen Anteil von jugendlichen Straftätern bei den ungeklärten Delikten. Auch die erhebliche Zunahme von jugendlichen Raubstraftätern um 74% belegt diese Entwicklung. Jugendliche agieren oft in Gruppen und auch die bewaffnete Tatausführung nimmt zu. Die oft ebenfalls jungen Opfer werden dabei nicht nur mit Körpergewalt und Messer bedroht, sondern sie werden tatsächlich oft auch konkret verletzt. Auch bei gewaltsamen Streitigkeiten werden die Gegner dann am Ende noch vom Portemonnaie befreit, man wird ihnen das Handy abgenommen. Weiter registrieren die Behörden der Jugendstrafrechtspflege wieder eine Zunahme von sogenannten jungen Intensivtätern. Das sind Mehrfachtäter, die auch Gewaltdelikte begangen haben. Die Kantonspolizei Zürich hat auf diese Entwicklung bereits reagiert und im 2021 die Bekämpfung der Jugendkriminalität zum Schwerpunktziel erklärt. Wir wollen mit präventiven und repressiven Massnahmen innovativ vorgehen, gezielt solche Massnahmen verstärken und vor allem natürlich auch wieder Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Behörden und Institutionen intensivieren. Das sind erklärte Ziele von unseren Projekten. Aus polizeilicher Sicht ist aber sicher auch, wenn wir die Mehrfachtäter anschauen, eine Nutzung vor allem auch von allen strafprozessualen Mitteln zur Klärung und Ahndung von solchen Fällen, vor allem wenn es um wiederholte Vermögens- und Gewaltdelikte geht, sehr entscheidend. Schauen wir noch kurz die Entwicklung auf, bei anderen Deliktsgruppen an. Die Gesamtzahl der Delikte gegen Leben hat im 2020 stagniert. Auf die Bedeutung der häuslichen Gewalt ist der Herr Sicherheitsdirektor bereits eingegangen. Sie sehen sie auch bei den vollendeten Tötungsdelikten. Gegenüber dem Vorjahr sind es zum Glück im 2020 zwar deutlich weniger gewesen, aber alle 5 Sachverhalte, die sich ereignet haben und 6 Todesopfer gefordert haben, sind innerhalb von Beziehungen und Familien gewesen. Im öffentlichen Raum haben Angriff und Raufhandel um über 12% zugelegt. Polizeikräfte haben immer wieder und müssen immer noch regelmässig an Schlägereien und Messerstechereien ausrücken und vor allem
Wie gesagt, die jungen Leute tragen oft Waffen wie eben Messer auch auf sich und setzen die auch relativ rasch ein. Darum legen die Polizeien insgesamt ein sehr hohes Augenmerk darauf, dass sie gefährliche Gegenstände konsequent sicherstellen und einziehen können. Die Gesamtzahl der Vermögensstraftaten war 2020 nahezu identisch wie im 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie weichen die Zahlen aber in den verschiedenen Deliktekategorien teils deutlich von den Vorjahren ab. Beim bereits erwähnten Rückgang der Diebstahlszahlen, Sie haben das gehört, um 13%, haben sicher die Reisebeschränkungen wo zum Beispiel professionelle Gruppierungen aus dem Ausland abgehalten haben, auch einen gewissen Einfluss gehabt. Denken Sie aber auch an fehlende Tatgelegenheiten, zum Beispiel Social Distancing erschwert Taschendiebstahl ganz konkret und auch das Fehlen von diesen vielen Grossanlässen, wo erfahrungsgemäß immer besonders viel gestohlen wird, haben sich da ausgewirkt. Die Abnahme der Diebstähle ist aber durch die Zunahme von anderen Vermögensdelikten kompensiert worden. Ein Beispiel ist die starke Zunahme von angezeigten Sachbeschädigungen um 22%. Da haben institutionelle Geschädigte, wie z.B. die SBB, Verkehrsbetrieb, das Bundesamt für Strassen Astra, aber auch ganz ein Haufen Gemeindebehörden, sich Zeit genommen, der Polizei sehr viele Sachbeschädigungen zu melden. Wichtig war uns auch im Jahr 2020 eine konsequente Vermögensabschöpfung sicherstellen. Delikte sollen sich nicht lohnen. Einige grosse Fahrer und auch die Schwerpunktbildung gegen die Geldwäscherei haben dazu beigetragen, dass wir im letzten Jahr eine Rekordsumme erzielen konnten. Wir haben insgesamt Vermögenswert von 56 Millionen Franken und damit 44% mehr als noch im Vorjahr zur Rückgabe an Geschädigte oder auch zur endgültigen Einziehung können sicherstellen. Auffallend war im 2020 die weitere Zunahme von Betrugsdelikten und die Darstellung hier zeigt Ihnen auch die steigende Bedeutung der digitalen Tatbegehung. Das ist sicher durch die Lebensumstände in der Corona-Pandemie, denken Sie, als digitale Einkaufsverhalten begünstigt worden. Viele Betrugsdelikte sind über auch zum Teil sogar fiktive Online-Verkaufsplattformen begangen worden. Mit solchen Delikten kann man dann auch die erhobenen persönlichen Daten auch noch für weitere Delikte missbrauchen. Auch die sogenannten Telefonbetrüger, Enkeltrickbetrüger, falsche Polizisten haben es zahlenmässig stark zugelegt im letzten Jahr, haben ihre Geschichten auch noch gerade auf die Corona-Pandemie adaptiert und damit in recht perfider Art und Weise die Verunsicherung der Bevölkerung in dieser Phase auch ausgenutzt. Das Gleiche gilt natürlich auch für betrügerische Angebote von medizinischem Material, das wir vor allem nach dem Lockdown festgestellt haben. Weiter sind im Kanton Zürich rund 200 Covid-Kreditbetrüge mit einem Deliktsbetrag von über 35 Millionen identifiziert worden im letzten Jahr und auch sogenannte Online-Anlagenbetrüge und Vorschussbetrüge auf dem Internet haben Geschädigte in höher mehrfacher Millionenhöhe um ihr Geld gebracht. Die Bedeutung der digitalen Begehungsweise von Straftaten nimmt rasch zu. In nur 4 Jahren hat sich die Zahl dieser Art von Delikten im Kanton Zürich schon fast verdreifacht. Der Anteil der digitalen Vermögensdelikte hat gegenüber dem Vorjahr noch mal stark zugenommen und auch Sexualdelikte werden vermehrt digital begangen. Auffallend ist die fast 30%ige Zunahme von Cybercrime im engeren Sinn gegenüber dem Vorjahr. Da haben wir einen Haufen Meldungen gehabt von Malware- oder Ransomware-Attacken. Auch da die Umstände von einer Pandemie begünstigen die Entwicklung zusätzlich, weil natürlich potenzielle Geschädigte vermehrt im Internet sich bewegen oder auch durch Homeoffice dort oder da Sicherheitslücken bestehen, wenn zum Beispiel der VPN-Zugriff zuhause nicht so sicher ist, wie er das sonst im Geschäft ist.
Das weiss natürlich die Täterschaft, nutzt das auch ganz gezielt aus. Sie wissen, die Täterschaft agiert sehr oft aus dem Ausland, ist technisch sehr agil und sehr versiert. Sie nutzen auch zur Beschränkung von ihren Entdeckungsrisiken natürlich technische Möglichkeiten. Sie können ihre Identität sehr gut verschleiern. Und natürlich auch der grosse Aufwand, den wir haben, wenn wir mit internationalen Behörden zusammenarbeiten müssen, erschwert die Aufklärung von solchen Taten. Und darum, umso mehr ist Information und Prävention von ganz zentraler Bedeutung, damit sich Bevölkerung und vor allem auch Unternehmen vor digitalen Delikten auch selber schützen können. Wir empfehlen darum einen regelmässigen Besuch von unserer Webseite cybercrimepolice.ch, wo unsere Spezialisten sie alle nicht nur tagesaktuell über die neuesten Maschen und Tricks von den Cyberkriminellen, aber auch mögliche Schutzmassnahmen informieren, sondern sie können uns auch verdächtige Mails und Angriffe melden und auch sicher auf unsere Geräte weiterleiten. Mit diesem Appell gebe ich gerne das Wort an meinen Kollegen Felix Lengweiler. Besten Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich kann mich den Worten von meinen Vorrednern grundsätzlich anschliessen. Auch für die Stadt Zürich kann über die Kriminalitätslage vom vergangenen Jahr grossmehrheitlich eine zufriedenstellende Bilanz gezogen werden. Vergleiche mit den Vorjahren sind natürlich etwas erschwert aufgrund der ganz speziellen Umstände, die wir im letzten Jahr hatten. Die konkreten Zahlen sehen wie folgt aus. 2020 sind in der Stadt Zürich insgesamt noch 41.039 Straftaten registriert worden. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein erfreulicher Rückgang von 5,3% oder in absoluten Zahlen von 2.294 Straftaten weniger. Damit haben wir die tiefsten Zahlen seit 2009, seit der gesamtschweizerischen Harmonisierung der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch die Zahlen im Betäubungsmittelbereich haben sich nach unten bewegt, und zwar um minus 6,8% auf noch 5.803 Delikte, was ebenfalls einen Tiefstand seit 2009 bedeutet. Wenn man die Zahlen auf die Hauptdeliktsgruppe nach dem Strafgesetzbuch aufteilt, sieht man, dass mit einer Ausnahme in allen Bereichen Rückgang zu verzeichnen ist. Am grössten ist die Abnahme bei den Vermögensdelikten mit minus 2.600 Delikten, was einem Rückgang von 8,8% entspricht. Innerhalb der Vermögensdelikte haben wir die grösste Abnahme im Bereich der Einbruchsdiebstähle, minus 20%, von der Taschendiebstähle, minus 40% und von den Dreistdiebstählen, minus 36%. Ins Auge springt aber auch die Zunahme bei der Kategorie übrige Titel, StGB, mit einem Plus von 25%. Das ist die rote Zahl. Die Zunahme erklärt sich nur zum Teil mit den Ihnen zur Verfügung gestellten Listen der Hauptstraftaten. Dazu haben wir auf die Detailauswertung der einzelnen Straftaten ausweichen. Die Detailauswertung hat ergeben, dass für den Anstieg die folgenden Delikte verantwortlich sind. Aus dem Bereich der Ehrdelikte haben wir vor allem bei den Beschimpfungen eine Zunahme von plus 16%. Dann haben wir eine grosse Zunahme bei den Delikten wegen Verletzung des Schriftgeheimnisses. Das bezieht sich vor allem auf Paketdiebstähle, Pakete, die aus Briefkästen entwendet worden sind. Dann drittens haben wir eine massive Zunahme beim Straftatbestand Störung des öffentlichen Verkehrs. Da sind Zahlen von bisher 18 auf neu 263 richtiggehend explodiert. Die Zunahme kann aber auf ein Einzelereignis zurückgeführt werden. Bei einer Demo von Umweltaktivisten ist Gehbrück über längere Zeit blockiert gewesen, was dann zu den entsprechenden Störungen vom öffentlichen Verkehr geführt hat. Und zuletzt haben wir auch eine massive Zunahme beim Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen. Da sind die Zahlen, Fälle um etwa 45% angestiegen. Der Grund dafür ist eine vermehrte Missachtung von schriftlichen Wegweisungen. Einerseits durch renitente Personen aus der Betäubungsmittelszene, andererseits natürlich auch durch Pandemiegegner, die sich nicht an die amtlichen Vorgaben gehalten haben. Bei den übrigen Hauptdeliktsgruppen sind die Veränderungen weniger spektakulär. Bei Delikten gegen Leib und Leben ist es zu Abnahmen gekommen in nahezu allen Bereichen. Am stärksten erfreulicherweise bei den schweren Delikten.
wie versucht im Polen die Tötungsdelikte und auch bei den schweren Körperverletzungen mit -24%. Weniger stark ist die Abnahme bei den leichten Körperverletzungen und bei den Tätlichkeiten. Und auch die Delikte gegen die sexuelle Integrität haben um rund 10% stark abgenommen. Im Blick zurück auf das vergangene Jahr müssen, es ist schon mehrfach angetönt werden, die speziellen Umstände berücksichtigt werden. Die verschiedenen Massnahmen, die zur Bekämpfung der Epidemie erlassen worden sind, haben sich auf das öffentliche und private Leben von allen ausgewirkt und indirekt auch Konsequenzen auf Delinquenz zeigen. Der massive Rückgang bei den Diebstahlsdelikten kann sicher zu einem grossen Teil auf die veränderten Lebensbedingungen zurückgeführt werden. Wegen Homeoffice, abgesagten Veranstaltungen und geschlossenen Clubs, Bars und Restaurants sind die Leute mehr zu Hause. Das hat sicher sich positiv auf den starken Rückgang bei den Einbruchsdelikten mit -20% ausgewirkt. Auch bei den Taschen- und den Entreissdiebstählen ist es zu einem massiven Rückgang von den Delikten gekommen, was auch durch die geschlossenen Läden und die fehlenden Grossanlässe erklärt werden kann. Gelegenheit macht Diebe. Im letzten Jahr, und das ist vielleicht eine der positiven Auswirkungen der Pandemie, hat es für Dieb weniger Gelegenheiten gegeben. Die geschlossenen Grenzen haben sicher auch noch ihren Beitrag dazu geleistet. Auch bei den tätlichen Auseinandersetzungen ist es zu einer erfreulichen Abnahme der Delikte gekommen. Auch hier hat die Pandemie eine maßgebliche Rolle gespielt, weil während einem grossen Teil des Jahres hat es ja fast keine Veranstaltungen und keine Grossanlässe gegeben. Und das Nachtleben ist fast komplett zum Stillstand gekommen. Im Bereich der Jugendkriminalität, Sie haben es schon gehört, ist es leider zu einer Zunahme gekommen in der Stadt von 16%. Davon fallen rund 1'000 Delikte auf Vermögensdelikte und gut 326 auf Delikte gegen Leib und Leben. Damit haben wir in diesem Bereich eine gegenteilige Entwicklung im Vergleich zu den Zahlen der Erwachsenen. Die Zunahme bei Jugendlichen ist in erster Linie im Vermögensbereich feststellbar. Vor allem hat es mehr Anzeigen wegen Räubvorfällen, wegen Ladendiebstählen und wegen Sachbeschädigungen gegeben. Im Bereich von Delikten gegen Leib und Leben ist es erfreulicherweise zu einer leichten Abnahme gekommen. Der Anstieg bei den Vermögensdelikten dürfte sicher auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beziehungsweise mit den teilweise sehr einschneidenden Massnahmen für die Jugendlichen stehen. Die Mehrzahl der Delikte ist nach wie vor durch in der Stadt Zürich wohnhafte Jugendliche begangen worden, wobei der Anteil von auswärtigen Tatverdächtigen ebenfalls um 6% angestiegen ist. Zum markanten Rückgang bei den Einbruchsdelikten habe ich mich bereits geäussert. Der zeigt sich nicht nur bei den Wohnungseinbrüchen, das ist der blaue Balken, mit -20%, sondern auch bei den Kellereinbrüchen, -36%, das ist der braune Balken. Gegen den Trend ist hingegen die Entwicklung bei den Fahrzeugeinbrüchen. Da sind die Zahlen in den letzten Jahren meist rückläufig gewesen. 2020 ist es aber zu einer starken Zunahme von 60% gekommen. Die Zunahme relativiert sich jedoch mit dem Blick auf die letzten 10 Jahre. Trotzdem gilt es hier in Erinnerung zu rufen, dass man Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto liegen gelassen werden. Die Zahlen bei den Körperverletzungen und Tätlichkeiten sind nur leicht zurückgegangen. Glücklicherweise ist aber die Abnahme bei den schweren Körperverletzungen mit -24% am grössten. In der Hotspot-Analyse in Bezug auf die örtliche Verteilung sieht man für 2020 ziemlich die gleichen Hotspots wie 2019, allerdings mit teilweise deutlich tieferen Zahlen. Im Langstrassenquartier ist es zu einer Reduktion von 9% gekommen, im Bereich HB City von 34% und im Bereich Bellevue-Stadelhofen von rund 16%. Auch die Abnahmen sind vor allem auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen, weil, wie schon gesagt, ja keine Veranstaltungen können durchgeführt werden und das Nachtleben fast komplett zum Stillstand gekommen ist. Zum Schluss noch ein unerfreuliches Kapitel. Die Gesamtzahl der Fälle von Gewalt und Drohung gegen Beamte ist in der Stadt Zürich im letzten Jahr nochmals erneut gestiegen, und zwar um 17,9% auf 401 Delikte. Das macht mehr als ein Delikt pro Tag. Dabei ist die Zahl der betroffenen Mitarbeiter der Stadtpolizei leicht rückgängig. Entsprechend grösser ist die Zunahme bei Beamten und Behördenmitgliedern von anderen Diensten und Departementen gewesen, das heisst Mitarbeitende vom öffentlichen Verkehr, von Sanitäts- und Sozialdienst. Zugenommen haben auch die Fälle gegen Mitarbeitende vom Bundesasylzentrum.
Beim Thema Gewalt und Drohung gegen Beamte handelt es sich um ein gesellschaftliches Phänomen und eine Situation, wo es Denken gibt und wo man sich nicht einfach daran gewöhnen sollte. Im Bundesbern laufen zurzeit Bestrebungen für eine Verschärfung des Strafmaßes. Und vielleicht haben die aktuellen Zahlen einen positiven Effekt auf den Prozess. Das waren meine Ausführungen zur Kriminalitätslage in der Stadt Zürich. Besten Dank und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ich kann das nur noch einmal bestärken, was Sie am Schluss gesagt haben. Besten Dank auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Gewalt und Treue gegen Beamte ist selbstverständlich in jeder Form inakzeptabel. Ich glaube, die Stadtpolizei Zürich, auch die Kantonspolizei, die Gemeindepolizei schützen ihre Leute gegen offensichtliche Gewalt. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht, indem wir mehr Schutzausrüstungen kauften. Aber es ist in jedem Fall inakzeptabel. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt in dieser Kriminalitätsstatistik ein Spiegelbild gesehen von dem Pandemiejahr. Was macht die Pandemie mit der Gesellschaft? Was verändert sie? Und ich will noch mal auch im internationalen Vergleich sagen, der Schweizer oder der Zürcher Weg ist ein relativ offener, auch wenn das viele in diesen Tagen und Stunden nicht so mögen empfinden. Es ist eminent wichtig, dass es Freiheiten zum Beispiel für Jugendliche gibt, dass sie können Sport machen. Ich finde auch, und der Regierungsrat findet auch wirklich sehr gut, dass der Wert von der Jugendarbeit bei der letzten Massnahme anerkannt wurde, dass Jugendarbeit jetzt wieder möglich ist, dass Sport in den Vereinen möglich ist. Ich bin überzeugt, dass sonst das Spiegelbild deutlich schlechter wird ausfallen. Und ich bin sehr gespannt, wenn dann Länder mit Ausgangssperren wie Frankreich einmal Bilanz ziehen. Wir stehen jetzt da für Ihre Fragen. Ja? Ja, zur Jugendkriminalität, die jetzt in den letzten 5 Jahren eigentlich immer wieder zugenommen hat. Wie erklärt sie sich das? Also wir haben weniger Mobilität gehabt, eigentlich im Corona-Jahr und trotzdem mehr Delikte. Wie viel hat es der Anstieg mit Corona zu tun? Und welche Massnahmen sind geplant gegen Jugendkriminalität? Also der Anstieg hat ganz sicher mit Corona zu tun. Wenn Sie die Zahlen von der Fälle Inties gesehen haben, haben Sie ja gesehen, dass sich die Kriminalität ein Stück weit aus der Stadt Zürich raus verlagert hat, auf Horgen, auf Meilen. Und das ist genau das, was Polizisten und Polizisten vor Ort berichtet hat, dass halt die Jugendlichen keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung hatten, neben den üblichen Delikten gelangweilt waren. Oft sind Jugenddelikte auch gegen andere Jugendliche, also der Hauptdelikt findet gegen andere Jugendliche statt. Und die Hauptmassnahme, die man dagegen machen kann, neben selbstverständlich der repressiven Seiten und der Strafverfolgung, ist, dass Jugendliche ein vernünftiges Freizeitangebot haben, dass jetzt Sport wieder möglich ist für bis 20-Jährige, hilft, dass jetzt Jugendarbeit wieder möglich ist, hilft. Jeder Öffnungsschritt hilft eigentlich, Jugendkriminalität bekämpfen. Ein Jugendlicher, ich war einmal in meinem politischen Vorleben Jugendvorstand vor einer Vorortsgemeinde, also jede sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Insofern kann die Polizei bei weitem nicht alles machen. Die Hauptarbeit machen die Gemeinden, die Vereine, man kann jetzt auch wieder Jugendmusik machen, glaube ich, bis 20. Also das ist alles, das sind alles sinnvolle Schritte zum einer Generation, die letzten Endes ein Jahr verloren hat in dieser Pandemie. Oder? Also ich meine, die Politik diskutiert immer, was es so macht mit der Gesellschaft, aber die darüber diskutieren, sind eigentlich alle die, die schon eine gelebte Jugend hatten und die Jugendlichen, die sich irgendwie ausleben wollen, haben jetzt also ein Jahr nicht können. In der Schweiz ist es ja noch irgendwie gegangen. In anderen Ländern wird das gravierende Auswirkungen haben, da bin ich sicher. Also, polizeilich allein langt nicht. Du kannst gerne ergänzen. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Ich glaube, was man vielleicht nicht ganz vergessen ist, dass jetzt, was die reine Statistik angeht, durch das, dass eben die Delikte sehr stark in Gruppen begangen werden, es auch in den Zahlen einen gewissen Hebel gibt. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, was im letzten Jahr natürlich auch erschwert war, ist, dass die verschiedenen Institutionen und Behörden sicher auch wieder enger zusammenrücken können, enger zusammenarbeiten, auch die verschiedenen Ursachen wieder etwas genauer anschauen können, wenn sie denken, dass all die verschiedenen Präventions- und Zusammenarbeitsprogramme, die man zum Beispiel in den Schulen hat, das letzte Jahr natürlich stark gelitten haben, dann denke ich,
warten wir alle darauf, dass wir dort natürlich auch wieder viel, viel mehr unternehmen können. Das sind sicher wichtige Aspekte. Die Kantonspolizei hat auch in jedem Bezirk sogenannte Jugendinterventionistinnen und Jugendinterventionisten, die eng mit Schulbehörden zusammenarbeiten und so. Nur sind die Jugendlichen eine Weile lang gar nicht in die Schule gegangen, dann nur halb in die Schule. Also irgendwie muss man ja auch an Jugendliche herankommen, wenn man einen Dialog mit ihnen will treten. Ich glaube, wie gesagt, jeder Öffnungsschritt hilft. Zuma-Frage, ja. Genau, ich hätte eine Zuma-Frage vom Herrn Hannemann von der Republik. Ja, guten Tag. Grüezi. Ich habe eine relativ allgemeine Frage zu der, also wenn man jetzt Strafurteilsstatistik anschaut, dann das sind ja etwa 40% der Urteile im Kanton Zürich auf Strassenverkehrsdelikt zurück. Und jetzt habe ich dazu eine Frage, in dem Fall richtig in der Annahme, dass eigentlich PKS nur etwa die Hälfte von der Kriminalität erfasst. Und warum werden Strassenverkehrsdelikte eigentlich nicht ausgewiesen? Und die Maßnahmen. Sorry, ja, wenn ich gerade bei Zoom bin, dann denke ich, stelle die andere Frage auch noch. Die zweite Frage wäre dann. Es sind ja etwa 90'000 Delikte nach StGB, die Sie jetzt ausgewiesen haben. Ich habe die Zahl nicht ganz genau, aber zwischen 90'000 und knapp 100'000. Und in der Urteilsstatistik sind ja nur etwa 15'000 Verurteilungen. Also das ist natürlich die Zahl vom letzten Jahr. Das würde ja heissen, dass nur jede sechste Straftat überhaupt zu einem Urteil führt. Und da würde mich wundern, was eigentlich denn das über die Aussagekraft oder die Validität von dieser PKS aussagt. Ja, danke vielmals. Ich würde gerne versuchen, auf die Fragen zu antworten. Zu den SVG-Delikten zuerst. Die sind in der PKS per Definition nicht erfasst. Sie sind die detaillierten Zahlen von der Verkehrsunfallstatistik sind vor 10 Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und Sie finden die Informationen alle sehr detailliert auch noch auf der Website von der Kantonspolizei Zürich. Also PKS ist eine nationale polizeiliche Kriminalstatistik, die genau definiert ist und kein SVG-Delikt beinhaltet. Das ist der Grund. Die Urteilsstatistik ist ein Aspekt, der natürlich zeitlich völlig mit der Kriminalstatistik auseinanderfällt. Also wenn Sie eine Urteilsstatistik anschauen, dann reagiert die, sage jetzt, im Schnitt 2 bis 3 Jahre nachdem wir mit der polizeilichen Kriminalstatistik Zahlen aufgenommen haben. Also wie gesagt, das ist eine polizeiliche Aufnahme, welche Delikte werden bei der Polizei bekannt, sei es, dass sie gemeldet werden oder ermittelt werden. Und die Statistik selber tut auch nur quasi die Verarbeitung von der Polizei ausweisen, was nachher bei den Strafverfolgungsbehörden, sprich den Staatsanwaltschaften, die ja vor allem sanktionieren, und bei den Gerichten passiert, wird in der PKS gar nicht dargestellt. Also wir haben einen zeitlichen Gap und es ist natürlich richtig, dass bei weitem nicht alle Straftaten, die polizeilich bekannt werden, auch zu Verurteilungen führen. Ist aber doch vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass wir durchaus zum Beispiel im letzten Jahr eine Erhöhung gehabt haben von der Aufklärungsquote, also von den Straftaten, wo wir auch haben können, die beschuldigte Täterschaft identifizieren, bevor man dann an die Staatsanwaltschaft überwiesen hat. Vielleicht noch ein Wort. Also ich glaube, es ist schon relevant, wenn man sieht, dass in Bereichen wie häuslicher Gewalt oder bei Jugendkriminalität wir steigende oder stark steigende Zahlen haben. Ich glaube, das ist ein Spiegelbild von dem, was passiert ist letztes Jahr, hier in der Schweiz, in diesem Kanton, und dass wir dann politisch auch auf das reagieren können. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe und da können wir auch nicht, ich glaube, das gibt eine Generalübersicht und ich glaube, die Frage, die Sie vorgestellt haben, ist richtig, was können wir machen, dass das nicht weiter ansteigt. Ich will ergänzen, der PKS ist einfach nur, alle Delikte nach dem Strafgesetzbuch, dann die nach dem Betäubungsmittelgesetz und die nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz. Und alle Sonderdelikte, Sondergesetze kommen nicht in den PKS hinein vor. Okay, nächste Frage. Ja. Ja, eine Frage über
die Statistik, Sie sagen, es gibt jetzt mehr Polizistinnen und Polizisten im Bereich Gewaltschutz. Gibt es Zahlen oder ein Prozentsatz? Wie viel mehr gibt es? Ja, wir konnten in den letzten zwei Jahren zweimal um 25, ich rede jetzt nur für die Kantonspolizei, zweimal 25 Polizistinnen und Polizisten aufwachsen. Wir haben einen Grossteil dieser Kräfte an der sogenannten polizeilichen Front eingesetzt, indem wir intensiver auch nach Delikt begleiten tun, indem wir, das haben Sie ja gesehen, viel mehr ausgerückt sind, indem Posten in der Region so gut bestückt sind, dass sie jeden Hinweis auf häusliche Gewalt noch ernster können, noch schneller können reagieren. Aber letzten Endes ist eine Polizistin oder ein Polizistin auf einer Regionalpolizeiposte, die machen alles. Aber wenn ich es zurückschaue vor 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, dann haben wir einen Unterbestand gehabt und jetzt sind wir aktionsfähig. Und wir haben häusliche Gewalt, ist eines der Schwerpunktthemen der Zürcher Regierung. Ich habe Ihnen gesagt, etwa innerhalb des nächsten Monats werden wir auch noch mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention kommen. Was mir ganz, ganz wichtig ist, es ist nicht einfach eine polizeiliche Aufgabe. Wir arbeiten eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen, mit der Opferberatungsstelle, auch im präventiven Bereich. Das ist ganz wichtig. Oder häusliche Gewalt kann die Polizei nicht allein bekämpfen. Das geht nur im Verbund. Sie haben noch eine Frage, Entschuldigung. Ja, nochmal zur Jugendkriminalität. Sie haben gesagt, die Bekämpfung der Jugendkriminalität ist jetzt 2021 zum Schwerpunktziel erklärt worden. Welche konkreten Massnahmen sind geplant? Ja, wir haben ein grösseres Programm aufgesetzt, jetzt einmal Kantonspolizei bezogen, wo im Lead ist von unserer Präventionsabteilung, wo, wie Sie gehört haben, Jugendintervention und auch die Jugendinstruktion im Lead ist. Wir schauen unsere Zusammenarbeit nochmal an. Wir versuchen vor allem auch jetzt auf verschiedene Partnerbehörden nochmal zuzugehen. Wir versuchen eben neue Wege zu beschreiten, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Umgang mit Medienkonsum und so weiter angeht, eben der Dialog, den der Herr Sicherheitsdirektor angesprochen hat, mit den Jugendlichen vielleicht auch nochmal in neuen Formen zu finden. Wir suchen aber sicher auch wieder den Weg verstärkt mit den Jugendanwaltschaften, uns dort auch abzustimmen, wie gehen wir um eben mit Wiederholungstätern. Da haben wir ein ganz breites Programm, wo wir jetzt eigentlich gerade am Aufgleisen sind, auch schon erste Absprachen getroffen haben. Es ist jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen früh, um auch schon über Resultate zu reden. Aber eine ganz breite Palette von Ideen, die wir natürlich aber auch mit Partnern können weiterentwickeln können. Und dazu müssen wir auch mit den Partnern auch wieder stärker in unmittelbare Interaktion treten. Und das ist im Moment nicht immer nur einfach. Neben der polizeilichen Arbeit werden wir weiterhin zum Beispiel Sportvereine unterstützen, als wir die ganze Pandemie gemacht haben. Sie sehen diese Zahlen jetzt auch an, wie wichtig das war, dass wir die Schulen meistens haben können offen behalten konnten. Stellen Sie sich vor, wie die Bilanzen würden aussehen. Familienstreitigkeiten, häusliche Gewalt, Delinquenz von Jugendlichen, wenn wir die Schulen komplett geschlossen hätten, wie im ersten Lockdown. Das hat katastrophale Konsequenzen gehabt. Ich hätte noch mal eine Frage aus dem Zoom, und zwar der Herr Joho von der Schaffhauser Nachrichten. Jawohl, okay. Herr Joho. Grüezi miteinander. Ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre eine Anschlussfrage zum Thema Jugendkriminalität. Und zwar kann man feststellen, dass das Durchschnittsalter sinkt bei Jugendkriminalität. Das kann ich so aus dem Stand nicht bestätigen, müsste ich detaillierter analysieren. Es ist tatsächlich so, dass es uns immer wieder Einzelfälle auffallen, wo die Täterschaft besonders jung ist. Das ist bei Raubdelikten immer wieder mal vorkommen. Das ist auch bei Messerstechereien immer mal vorkommen, dass wir wirklich junge Täter hatten, um die 16. Aber so ganz konkret, dass der Durchschnitt sinken würde, müsste man effektiv noch mal vertiefter analysieren. Ja, also wir haben die gleiche Erfahrung in der Stadt Zürich. Es gibt schon sehr viele wirklich junge, sagen wir so, sogar unter 16, 14, 15-Jährige, die in Gruppen unterwegs sind und den Delikt beginnt. Aber jetzt aus dem aus abzuleiten, dass wirklich der Durchschnittswert ist jetzt gesunken, das müsste man jetzt noch vertieft anschauen.
Aber so Beobachtungen deuten das schon eher darauf hinweisen. Dann noch die zweite Frage noch. Es geht darum, Sie haben am Anfang erwähnt, dass sich gewisse Delikte aus der Stadt aufs Land oder in die Region, in Bezirke ausverteilen. Können Sie noch da genau darauf eingehen, was alles umfasst oder was es beinhaltet? Gerne aus meiner Perspektive. Also Sie müssen zum Beispiel, eben gerade wenn man die Jugendkriminalität anspricht, sich vorstellen, dass zum Beispiel die Nachtbusse weggefallen sind. Und wenn die wegfallen, dann halten sich natürlich die Jungen in der Freizeit dort auf, wo sie tatsächlich wohnen. Und entsprechend hat man sicher mehr Jugendkriminalität gehabt in den ländlichen Bezirken, wo sonst vielleicht in der Stadt Zürich würden anfallen. Aber eben, es betrifft auch jegliche Art von Vermögensdelikt, wenn sie im Homeoffice müssen bleiben, eigentlich fast gar nicht in die Stadt kommen, die Diebstähle, oder wenn sie jetzt zum Beispiel auch an die Einbrüche in Fahrzeuge denken, da haben wir zum Beispiel auf der Landschaft zum Teil ganze Serien gehabt von Tiefgaragen oder Parkplätzen, die da geöffnet worden sind, vielleicht Leute, die in finanzieller Betreuung sind, schnell das Geld gesucht haben und da einfach ganze Garagen verwüstet haben. Das sind dann solche Delikte, die einfach wirklich, ich sage jetzt praktisch am Wohnort stattgefunden haben und nicht irgendwo, wo man vielleicht schafft in der Stadt oder wo man im Ausgang ist in der Stadt. Und die Zahlen zeigen das ja auch. Also im Kanton gesamthaft haben wir eine leichte Zunahme von den Delikten. Und in der Stadt ist doch deutliche Abnahme von 5,3%. Das heisst, die Zentrumslast, wie sonst die Stadt immer sehr stark belastet, ist im letzten Jahr weniger stark ausgefallen. Nur so ein Beispiel natürlich, wir haben eine faktische Polizeistunde, also wir haben kein Nachtleben mehr, wir haben viel weniger bis keine Anlässe. Das heisst, es kommen viel weniger Leute in die Stadt und das gibt dann auch entsprechend weniger Vorfälle. Aber dafür natürlich ein bisschen stärkere Belastung von der Regionen, weil die Leute natürlich mehr daheim bleiben. Danke. Keine Zoom-Fragen mehr? Nein. Von Ihnen? Nein. Auch nicht mehr? Nicht mehr? Da ist Der Herr Dietz hat sich gemeldet, hat die Hand nicht gesehen. Herr Dietz, Zürichsee-Zeitung, bitte. Jawohl. Grüezi miteinander. Ich möchte auf eine Bemerkung von der Frau Lentjes-Meili nochmal zurückkommen, nämlich die vier Bezirke, die ein bisschen aus der Reihe tanzen und eine starke Zunahme der Deliktzahlen haben. Also namentlich Affoltern, Horgen, Meilen und Pfäffiken. Da haben Sie gesagt, es hat mit der Wohnbevölkerung zu tun. Ich glaube, der Herr Lenkwieder hat das gerade auch noch erwähnt. Weniger in die Stadt gehen, heisst mehr Delinquieren eher daheim. Aber warum ausgerechnet die vier Bezirke und nicht zum Beispiel Ihlsdorf oder Bülach? Sie sehen sich an unseren Reaktionen. Wenn wir das so genau wüssten, wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Ich glaube, was man nicht ganz außer Acht lassen darf, das sind natürlich auch, ist immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, wenn Sie sehen, dass natürlich solche Bezirke, wie eben die vier erwähnten, in den Vorjahren auch sehr tiefe Zahlen hatten. Wenn die dann eine entsprechende Zunahme haben, dann wirkt sich das statistisch natürlich viel, viel stärker aus. Ich sage jetzt, ohne diesen schönen Bezirken wieder näher zu treten, dass Bülach, Dielsdorf in der Tendenz ohnehin solche Bezirke sind, die ein bisschen stärker in der Kriminalitätsbelastung vorhanden sind. Und dann sieht man das natürlich. Warum das jetzt gerade zum Beispiel Horgen speziell drankommt, ist, ich könnte es Ihnen so nicht ohne weiteres sagen. Da müssen wir auch noch mal vertiefter analysieren. Was wir sicher festgestellt haben, ist, dass man nicht in diesen vier Bezirken irgendwelche Deliktephänomene oder Serien entdeckt haben, wo man ganz spezifisch auf diese Geografie hätte können zuweisen. Wir haben auch gesehen, dass die Zusammensetzung der verschiedenen Delikte in diesen vier Bezirken sehr unterschiedlich gewesen sind. Also einen klaren Trend oder eine klare Ursache kann ich da nicht benennen. Ich wage auch noch einen Versuch, Herr Dietz, und Frau Lindes korrigiert mich dann, wenn es nicht stimmt. Oder gerade bei Raubdelikten in Gruppen ist es ja oft so, dass sagen wir jetzt, eine Gruppe von Jugendlichen einen anderen Jugendlichen, ich sage jetzt mal Anführungs- und ausnimmt, ihm das Handy wegnimmt, das Geld wegnimmt. Und wenn das eine Gruppe von Jugendlichen ist, dann kommen nachher alle wegen Raub dran, wegen Mittäterschaft. Und das gibt, allein schon das gibt starke Schwankungen. Das heisst, sie können zwei, drei Ereignisse haben von kollektivem Raub und dann haben sie in der Statistik gerade
Obendurch aber ich werde selbstverständlich als Bewohner vom Bezirk Horgen die Entwicklung genau verfolgen. Danke vielmals. Das ist gut. Ja.